la grande maggioranza dei nostri lavoratori, insegna all'Università Tecnica di Graz, scrive romanzi dal 2008 e sono soprattutto romanzi polizieschi, anche se un titolo degno di nota è il suo libro Der Blinde Spiegel, cioè Lo specchio cieco, con un sottotitolo interessante, 1919, l'Austria-Ungheria ha vinto la guerra. Tra l'altro ci sono delle interessanti analogie con un autore che tratteremo domani. Abbiamo questi una trilogia, e della trilogia deve uscire un prossimo libro. Come protagonista abbiamo l'ispettore Bruno Zabini, che è un personaggio fittizio, però è allievo di Hans Dorst, l'inventore e il creatore della moderna criminologia su base scientifica, quindi un personaggio esistito che è stato il docente, l'ispiratore del nostro protagonista. Punta, tu hai scritto 10 romanzi criminali, 10 romanzi noir, che si svolgono però nel presente dell'Austria. Perché poi ti sei rivolto al romanzo storico? Also seine Vita lese ich jetzt nicht nochmal vor. Ich kenne den Günther auch schon sehr lange. Und ich sage nur, normalerweise unterhalten wir uns zu zweit auf so einer Bühne angeregt eine Stunde, eineinhalb Stunden. Diese Zeit haben wir heute leider nicht. Ich beschränke mich daher heute auf den Fahrplan. Und die erste Frage an den Günther war, dass ja bis dato hat er 10 Romane, Kriminalromane geschrieben, die in der Gegenwart spielen. Einen möchte ich davon noch hervorheben, der auch nicht in der Gegenwart spielt, weil du ihn, Paula, genannt hast, Der blinde Spiegel, der tatsächlich ein kontrafaktischer Roman ist, aber für mich in einer Dystopie endet. Und ich freue mich auch sehr, es steht da hinten, dass der Alexander Keppel diesmal teilnehmen kann, weil auch er einen sehr interessanten Roman, der letztes Jahr erschienen ist, geschrieben hat, der auch von ähnlichen Prämissen ausgeht, aber ich will jetzt nicht spoilern und zu viel verraten. Lieber Günther, also nach 10 Romanen, die in der Jetztzeit spielen, in der Gegenwart, hast du dich mit deinem Inspektor Bruno Zabini dem historischen Fach gewidmet. Wie kam es dazu? Warum? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier eingeladen bin. Ja, mein Name wurde schon genannt. Ich bin österreichischer Autor. Ich spreche nicht sehr gut Italienisch. Ich verstehe einigermaßen Italienisch, deswegen kann ich leider heute nur auf Deutsch antworten. Ja, wie kam es? Also ich wollte es mir einfach wieder mal ein bisschen schwerer machen, nachdem ich, wie gesagt, 10 Kriminalromane geschrieben habe und noch einige andere. Der blinde Spiegel ist kein Kriminalroman, sondern ein historischer, ein kontrafaktischer Roman, ein Frühwerk, wenn man so will. Nach 10 Kriminalromanen habe ich gesagt, jetzt will ich es mir wieder ein bisschen schwer machen und habe begonnen, mein Interesse an den historischen Stoffen zu erwärmen, und ich selbst bin ausgebildeter Literaturhistoriker, ich habe Germanistik und Philosophie studiert nach meiner Ingenieursausbildung. Ich bin also ein Philosoph, der sich mit Technik auskennt, oder ein Techniker, der sich mit Literatur auskennt. Das Mikrofon, hören Sie mich? Ja? Ah, jetzt. Ja. Herr Meyer? Ich hoffe, die Damen und Herren hinten haben mich auch gehört. Also ich wollte es mir einfach wieder mal ein bisschen schwer machen, und deswegen habe ich mich in die historischen Studien vertieft und fast ein Jahr lang mich durch Archive, auch durch Triestiner Archive gewühlt, um die Geschichte der Stadt, die Geschichte der Schifffahrt und die Geschichte der Handelsmetropole Triest im Jahr 1907 zu recherchieren. Und meine 3 Romane, die jetzt erschienen sind, spielen im Jahr 1907. Gunther Neuwirth si definisce come un ingegnere che sa filosofeggiare e che si intende di germanistica, oppure un letterato filosofo germanista con una formazione tecnica. Ha studiato, quindi ha avuto sia una formazione tecnica appunto a Vienna, che poi appunto una formazione letteraria,
e filosofica. Capisco molto l'italiano, dice Neuwirth, però preferisco esprimermi in tedesco. Per quanto riguarda il romanzo, dunque il romanzo Lo specchio cieco è un romanzo storico, scelto il romanzo storico perché cercavo una sfida letteraria. Sarebbe stato troppo noioso per me scrivere un altro romanzo poliziesco su Vienna e per questo sono passato al tema storico. Mi occupo da 30 anni della storia dell'Europa centrale. Soprattutto il periodo intorno al Novecento mi ha sempre interessato. È un'epoca molto emozionante per me che sono austriaco. Il grande impero dell'Austria-Ungheria ha vissuto la sua fioritura culturale e durante la Prima Guerra Mondiale il suo rapido declino fino alla sua estinzione nel 1918. Da qui la scelta del periodo intorno al 1907. L'altra domanda che volevo porre a Neuwirth è come mai l'ambientazione, la scelta di Trieste per l'ambientazione. Wie kam es, dass du als Schauplatz für deine historischen Romane genau Trieste gewählt hast? Ja, also ich habe es dann vorher schon ein bisschen angedeutet. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt mit dem ersten Roman einen Roman über Triest schreiben, sondern ich wollte über die Österreicher, über ein österreichisches Schiff schreiben. Und wenn man über ein österreichisches Schiff am Beginn des 19. Jahrhunderts schreibt, dann muss man halt auch über Triest schreiben. Und so kam es, dass ich mich dann halt in die Geschichte der Stadt vertieft habe und dann halt diesen Roman möglichst gut recherchiert dann versucht habe zu schreiben. Und dann ist natürlich schon auch ein Aspekt für mich bei dieser Arbeit gewesen, zu schauen, dass in Triest es wie in vielen anderen großen Städten der Donaumonarchie eine interessante Situation gegeben hat, nämlich mit dem Gemisch von vielen Völkern, die in einer Stadt leben. Wir kennen das 20. Jahrhundert mit den Nationalismen, wo alle Nationen auseinandergedriftet sind, aber im 19. Jahrhundert, also ein Jahrhundert zuvor und in vielen anderen Jahrhunderten zuvor gab es diese Trennung der Nationalstaaten ja noch nicht und dieser kosmopolitische Ansatz, diese kosmopolitische Welt in Triest, die hat mich interessiert, die hat mich auch fasziniert und wenn jetzt hier Bestrebungen bestehen, da jetzt wieder sozusagen diese kosmopolitische Welt aufleben zu lassen, dann freut es mich, wenn ich mit meinen Romanen einen kleinen Anteil dazu leiste. Anzitutto io non avevo pensato a scrivere un libro che riguardasse Trieste, ero soprattutto interessato alle navi dell'Austria-Ungheria, alla navigazione, alla storia della navigazione e essendo Trieste il porto principale dell'Austria è stata una logica conseguenza quindi occuparsi di Trieste, questa era la prima ragione. Trieste era la terza città più grande dell'Austria-Ungheria dopo Vienna e Budapest, più grande di Praga e di Zagabria, che oggi invece hanno molti più abitanti. Secondariamente Trieste nel Novecento rappresenta proprio la diversità culturale della monarchia danubiana, la compresenza di tanti popoli diversi. E se è vero che il nazionalismo radicale e soprattutto bellicoso del XX secolo ha quasi distrutto il patrimonio cosmopolita dell'Austria-Ungheria e che oggi, a più di 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale e dalle sue catastrofiche conseguenze, stiamo ricostruendo la pace e l'amicizia tra i popoli, io spero di poter dare anche in questo senso il mio piccolo contributo al ricreare questa temperie culturale. Il romanzo Tempesta su Trieste è la terza parte della trilogia Trieste 1907. Sarà con questo romanzo la serie? Sarà conclusa?
Sturm über Triest ist der dritte Roman einer Serie über den Inspektor Bruno Sabini, der im Jahr 1907 spielt. Und die Frage ist, die uns interessiert, ist es dann mit diesem dritten Roman der Trilogie abgeschlossen oder kann man auf weitere Bücher über Triest hoffen? Ja, also die Trilogie ist tatsächlich abgeschlossen. Es kam so, dass ich mit dem Armin Gmeiner, dem Verleger, der diese Bücher, diese wunderbaren Bücher erzeugt, vor einigen Jahren in Aachen zusammengesessen bin und wir halt über dieses Projekt gesprochen haben und wir haben gesagt, okay, wir starten diese Serie mit drei Romanen und wenn sich im Buchhandel nicht besonders gut verkauft, dann hören wir auch wieder auf. Also es war eine Vereinbarung mit dem Verlag zu sagen, wir schauen, ob das mit drei Romanen ein Publikum findet. Wenn nein, dann hören wir auf und wenn ja, dann geht es weiter. Es war dann schon beim Dampfer ab Triest, also beim ersten Roman dieser Serie, in Österreich relativ klar, dass die Menschen sich dafür interessieren und die Bücher gut verkauft werden. Dampfer ab Triest und auch alle Folgebände waren mehrere Wochen in den Bestsellerlisten und so kam dann der Verlag relativ bald auf mich zu und hat gesagt, bitte weitermachen. Also die Trilogie Triest 1907 ist abgeschlossen, es geht dann weiter 1908. Effettivamente questo sarà l'ultimo romanzo della serie, oltre che il terzo. Anni fa mi ero trovato con l'editore ad Aquisgrana e si era detto fin dall'inizio che se la serie riscontra, se il primo romanzo riscontra l'interesse del pubblico, allora ci sarà un seguito e altrimenti si smetterà. Invece si è notato subito un interesse molto vivo da parte del pubblico, soprattutto dentro a Trieste, le navi a vapore in partenza da Trieste. E quindi si è andati avanti, però questo effettivamente sarà l'ultimo, ambientato nel 1907 e il prossimo passo sarà il 1908. In Tempesta su Trieste, che abbiamo qui, la storia non riguarda la navigazione mercantile come nei volumi precedenti, ma la marina imperiale, reale da guerra e la costruzione della flotta militare. Come mai questo argomento? Bei dem dritten Roman Sturm über Triest geht es nicht mehr um die Handelsschifffahrt wie bei den vorigen beiden Bänden, sondern du wendest dich der Kriegsmarine zu. Warum? Was ist der Grund? Wie kommst du darauf? Naja, einerseits wollte ich einen rasanten Agenten-Thriller schreiben, einen Spannungsroman, bei dem es flott dahin geht, wo viel Action passiert. Es kommt eine geheimnisvolle russische Gräfin vor, Spione aus Preußen, England, Frankreich, aus Italien. Es gibt dann sowas wie einen blutigen Agentenkrieg auf den Straßen des in diesem Roman. Das wollte ich machen, weil ich einen Spaß daran habe, so einen Agenten-Thriller zu schreiben. Das habe ich noch nie zuvor gemacht und deswegen kam es dann dazu. Das ist das eine. Also ich wollte ein unterhaltsames Stück Literatur bringen. Und andererseits, die Wendung zu den Kriegsschiffen kam auch daher, dass gerade daran ich einen Punkt heraus arbeiten möchte, der damals sehr auffällig auch war, wenn man als Historiker die Zeit betrachtet. Einerseits dieses Blühen der Kultur. Die Wissenschaften haben schnelle Fortschritte gemacht, die Technik hat sich entwickelt, die Handelsschifffahrt war bedeutend. Und andererseits gab es aber in dieser Kultur um 1900 auch diesen rigiden und heute würde man sagen absurden Militarismus, der sich dann auch in Triest, hier in dieser Stadt, manifestiert hat. Im Jahr 1907 wurden die ersten beiden Kriegsschiffe der Radetzky-Klasse auf Kiel gelegt. Und 1908 wurde dann das dritte gebaut, das waren drei schwere Kriegsschiffe, das waren damals die stärksten und gefährlichsten Waffen der Welt. Diese Schlachtschiffe, die wurden hier gebaut und daran ermesse ich halt, dass diese Blüte der Kultur mit dem
aus unserer heutigen Sicht wahnsinnigen Hochrüsten der Land- und auch der Seestreitkräfte einherging, was dann natürlich auch, wie wir alle wissen, 1914 zur Katastrophe geführt hat. Per prima cosa volevo scrivere un thriller di spionaggio che fosse appassionante, incalzante, con molta tensione e in cui ci fosse contenuta molta azione. Quindi è un libro che mi sono anche divertito molto a scrivere. C'è una contessa russa come spia, ci sono agenti pericolosi, spie dalla Prussia, dall'Inghilterra, dalla Russia, dalla Francia, dall'Italia e dal Giappone, e in più i servizi segreti austriaci, e in mezzo a tutto questo il poliziotto triestino Bruno Zabini. Quindi è un libro che mi è piaciuto scrivere. Quindi da un lato abbiamo il ritmo molto incalzante della spy story e dall'altro la vita tranquilla della Trieste d'inizio Novecento, nei caffè, nei salotti, nei salottini. In secondo luogo io vedo qui anche un'ambivalenza dell'epoca. Da un lato abbiamo il boom economico di Trieste attraverso il commercio marittimo e la costruzione di navi mercantili, dall'altro però anche un inizio di interesse per le navi militari, quindi lo sviluppo della marina imperiale, imperial regia militare, e la costruzione di navi da guerra, perché a Trieste furono costruite torpediniere, incrociatori e navi da guerra, e nell'autunno 1907 viene posata la chiglia delle corazzate della classe Radetzky, che erano tra le più perfette e pericolose navi da guerra dell'epoca. Queste navi saranno poi utilizzate nel devastante bombardamento di Ancona nel 1915. Vorrei solo aggiungere, tu listi il sì, unbedingt. Pippa fa una piccola lettura del suo testo. Man hat mich gebeten, auch eine kleine Passage zu lesen, gerne mache ich das. Ich fange gleich auf der ersten Seite an und ich fühle sie jetzt in den November 1907, es ist Sonntag, der 3. November und es weht der Wind. Unnachgiebig rüttelte der Scirocco an den Dachziegeln, Regenrinnen und Straßenlaternen. Auf seinem Weg übers Mittelmeer brachte er Sand mit sich, den er nun in den Gassen und Straßen von Triest zurückließ. Kaum jemand war zu dieser nachtschlafenden Zeit unterwegs. Die Stadt versteckte sich hinter massiven Mauern und geschlossenen Fensterläden. Gustav Leiner kämpfte sich durch den Wüstensturm, noch regnete es nicht. Über mehrere Tage hat sich der Wind aufgebaut und nun in voller Stärke sich zu zeigen. Wie warm es war, bemerkte Leiner, und natürlich für November. Die erste trockene Welle des Winds war mit Sand angereichert, der sich wie Puderzucker über Triest legte. Doch der Sahara-Staub würde die Dächer und das Stadtpflaster nicht lange scheuern, denn dem Sand folgten schwere Regenwolken. Am nördlichen Ende der Adria bewegte sich die heiße Luft hunderte Meilen nordwärts über das Meer und lud sich mit Feuchtigkeit auf. Leiner konnte die nahende Regenfront riechen, gar spüren. Spätestens bei Sonnenaufgang würde es wie aus einem schütten. Was würde morgen sein? Würde die Gräfin ihr Versprechen halten? Würde er ein reicher Mann sein, auf der Flucht nach Übersee, aber wohin nur? Nach Kuba oder Kanada, Australien, Indien, nur fort aus Österreich-Ungarn, weit fort. Ein Verräter auf der Flucht. Der Strang des Henkers drohte, oder Schlimmeres. Leiner hatte noch viel vor in seinem Leben. Er konnte unmöglich weiter in dieser eintönigen Mittelmäßigkeit verharren. Er hegte hochtrabende Pläne, sah kolossale Chancen für sich. Sinnliche Abenteuer mit schönen Frauen, Jagden im Dschungel, eine Kanufahrt im Regenwald, Pferderennen in Ascot. Auf einem Dampfer durch die Inselwelt der Karibik. Die Gräfin hatte eine Tür aufgestoßen, er musste nur noch durchschreiten. Oder vielmehr rennen. Er eilte seit einer halben Stunde kreuz und quer durch die Stadt. Hatte er seine Verfolger endlich abgeschüttelt? Leiner drückte sich in den Schatten eines Hauseingangs und spähte in die nächtliche Gasse. Es war wohl nach Mitternacht. Er tastete nach der Taschenuhr, zog sie aber nicht heraus. Egal wie spät es war, er musste die zwei Männer endlich loswerden. Wenn er nur eine Waffe bei sich hätte. Die Gräfin hatte ihm eine angeboten, Leiner fluchte in sich hinein,
warum war er so dumm gewesen, sie nicht anzunehmen? Sie erwartete ihn sehnsüchtig auf Brion. Einmal hatte er den mundänen Kur- und Badeort auf der Inselgruppe vor der Küste Istriens besucht. Es war nur ein kurzer Aufenthalt gewesen, als einfacher Schiffsbauingenieur konnte er sich nicht mehr leisten. Der Hochadel und die Haute Volée Österreich-Ungarns trafen sich dort. Alle anderen, die Menschen aus dem einfachen Volk, konnten von den Galaabenden, Konzerten und Sportveranstaltungen in der Zeitung lesen. Doch das Leben als Mann des einfachen Volks hatte Gustav Leiner endgültig hinter sich gelassen. Auf zum neuen Gestade! Die Nacht mit der schönen Russin war atemberaubend gewesen, der Start in eine neue Welt, in ein neues Leben. Leiner konnte seine Verfolger nicht mehr entdecken. Die Meute war dem Fuchs lange auf den Fersen gewesen, aber er hatte sie alle abgeschüttelt. Er hielt mit einer Hand seinen Hut, mit der anderen umklammerte er eisern den Griff der Ledertasche. Alles hing davon ab, jetzt durchzukommen. Mit eingezogenem Kopf lief er gegen die prasselnden Sandkörner des Südsturms und tauchte wieder in die Finsternis der Nacht. Nur fort von mir. Danke sehr. Inizio del romanzo, domenica 3 novembre 1907, è una domenica di vento di Bordo. No, è di Scirocco, scusate. Lo Scirocco infuriava senza sosta contro le tegole, le grondaie e i lampioni. Attraversando il Mediterraneo ha portato con sé la sabbia che ora ha lasciato nei vicoli e nelle strade di Trieste. A quest'ora della notte non c'era quasi nessuno in giro. La città si nascondeva dietro mura massicce e infissi chiusi. Gustav Leiner si affannava nella tempesta di sabbia. Non pioveva ancora. Il vento si era accumulato per diversi giorni e ora si mostrava in tutta la sua forza. Come faceva caldo, notò Leiner. Non è naturale per il mese di novembre. La prima onda secca del vento si arricchì di sabbia e si depositò su Trieste come zucchero a velo. Ma la polvere sahariana non avrebbe sfregato a lungo i tetti e la pavimentazione della città, perché alla sabbia seguirono pesanti nuvole di pioggia. All'estremità settentrionale dell'Adriatico, l'aria calda si spostò a centinaia di chilometri a nord attraverso il mare, caricandosi di umidità. Leiner poteva sentire l'odore e persino il fronte di pioggia in avvicinamento. Al più tardi all'alba avrebbe piovuto a dirotto. Cosa sarebbe successo domani? La contessa avrebbe mantenuto la sua promessa? Sarebbe stato un uomo ricco? In fuga oltreoceano? Ma dove? A Cuba o in Canada? In Australia? In India? Solo via, lontano dall'Austria-Ungheria, molto lontano. Un traditore in fuga, la corda del boia incombeva, o peggio. Leiner aveva ancora molti progetti per la sua vita, non poteva rimanere in questa monotona mediocrità. Aveva progetti ambiziosi, vedeva opportunità colossali per se stesso, avventure sensuali con donne bellissime, safari nella giungla, un viaggio in canoa nella foresta pluviale, le corse dei cavalli ad Ascot, su un piroscafo attraverso il mondo insulare dei Caraibi. La contessa gli aveva aperto una porta. Tutto ciò che doveva fare era attraversarla, o meglio, correre. Era mezz'ora che attraversava di corsa la città. Si era finalmente liberato dei suoi inseguitori? Laina si spinse all'ombra dell'ingresso di una casa e scrutò il vicolo notturno. Probabilmente era passata la mezzanotte. Cercò l'orologio da tasca, ma non lo tirò fuori. Non importa, alla fine doveva liberarsi dei due uomini, se solo avesse avuto una pistola con sé. La contessa gliene aveva offerta una. Laina imprecò sottovoce. Perché era stato così stupido da non accettare il revolver? Lei lo aspettava con ansia a Brioni. Una volta aveva visitato la località termale balneare alla moda sul gruppo di isole al largo della costa dell'Istria. Era stato solo un breve soggiorno. Come semplice architetto navale non poteva permettersi di più. L'alta aristocrazia e l'haute volée dell'Austria-Ungheria si riunivano lì, tutti
tutti gli altri, la gente comune, potevano solo leggere sui giornali delle serate di gala, dei concerti e degli eventi sportivi. Ma Gustav Leiner si era finalmente lasciato alle spalle la sua vita di uomo comune. Verso nuovi lidi, la notte con la bella donna russa era stata mozzafiato, l'inizio di un nuovo mondo, di una nuova vita. Leiner non riusciva più a scorgere i suoi seguitori. Il branco era stato a lungo alle calcagna della volpe, ma lui se l'era scrollato di dosso. Con una mano teneva il cappello, con l'altra stringeva ironicamente il manico della borsa di cuoio. Tutto dipendeva dalla possibilità di passare. A testa bassa si mise a correre contro la sabbia che sferzava la burrasca del sud e tornò a immergersi nell'oscurità della notte, solo lontano da qui. Complimenti per la traduzione. Sì.